Willkommen bei Meyers TV. So, weiter geht es mit der nächsten Aufgabe hier. Rollenzwänge. Frauenrollen, Männerrollen, Rollenzwänge. Unser Verhalten, unsere Zukunftsperspektiven sind immer auch gesellschaftlich geprägt und kommen in Rollenverhalten und Vorstellungen zum Ausdruck. Oft genug finden Menschen nicht genug Erfüllung der mit diesen Rollen einhergehenden Glücksversprechen. Ihre Unzufriedenheit löst dann in ihrem sozialen Umfeld Unverständnis aus. Da alle Aspekte, die Glück und Zufriedenheit herbeiführen sollen, erfüllt sind. In dem Interviewverband der Regisseurin und der Schriftsteller Doris Story mit verschiedenen Paaren wie dem Ehepaar K wird Problematik angesprochen. Ja, die Problematik ist, was macht der Mann? Was ist seine Rolle? Wir nehmen jetzt mal die alte Rolle. Er geht arbeiten, er hat einen Beruf erlernt, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Beide haben ihr Ziel erreicht. Sie ist aber nicht zufrieden, weil sie mehr möchte. Und das ist so eine Sache mit den Frauen- und Männerrollen. Was heutzutage ist es Multikulti, dann Mann mit Kindern trifft Frau mit Kindern, ziehen zusammen. Patchwork-Familie. Frau mit Kindern trifft Mann, zieht mit ihm zusammen, Frau hat Kinder, Stiefvater oder Stiefmutter, wenn es umgedreht ist. Oder Mann trifft Frau und machen Kinder, Standardfamilie. Da sind ja schon die ersten Rollen. In den Patchwork-Familien muss man sich anpassen mit Stiefbruder, Stiefschwester, Stiefmutter, Stiefvater und so weiter, Stiefopa, Stiefoma. Wer übernimmt welche Rolle? Natürlich haben die eigenen Enkel und die eigenen Kinder dann immer Vorrang. Ist egal, auch in welcher Patchwork-Familie. Weil die kennt man, die hat man aufgezogen, den hat man den Windeln gewechselt. Ja. Die angeheiratete Familie nicht, die liebt man, aber die liebt man nicht abgöttisch. Und das ist so der Unterschied. Da sind die Rollen heutzutage besser verteilt. Mann geht arbeiten und erlernt einen Beruf, Frau genauso. Alle beide können studieren. Diese klassische Rollenverteilung gibt es jetzt nicht mehr. Daher gibt es auch nicht diesen Rollenkampf mehr. Allerdings gibt es immer noch diese Unterdrückung der Frauen in den Rollen, gerade im Beruf, dass die Frauenquoten hochgesteckt werden, weil immer noch mehr Männer die Führungsposition haben. Oh, jetzt kommt wieder die Feuerwehr. Gut, jetzt ist sie wieder weg. Und da muss die Regierung, hat sie schon ganz gut hinbekommen, auch die viele Firmen setzen das schon um, aber es sind eben noch Lücken. Damit diese Rollenzwänge eben nicht mehr stattfinden. Genauso wie eine Frau hat die gleiche Qualifizierung, die gleiche Berufserfahrung wie ein Mann. Wer verdient mehr in seiner oder in ihrer Rolle? Natürlich der Mann, weil es in vielen Firmen noch so angegeben ist. Deswegen haben glücklicherweise schon einige Firmen, es werden immer mehr Tarifverträge, wo Mann und Frau gleichgestellt sind. Ja, das ist so ziemlich krass, muss ich dazu sagen. Was hat sich geändert für die Frauen in den letzten 50 Jahren zum Beispiel? Das, was ich gerade schon gesagt habe. Frauen dürfen studieren, Frauen dürfen arbeiten und müssen nicht mehr gezwungen, einen Haushalt zu machen. Sind nicht mehr gezwungen, in der Ehe sich verprügeln zu lassen und sich vergewaltigen zu lassen. In den letzten 50 Jahren hat sich das verändert. Da gibt es eine ganze Reihe von. Und ich bin ganz froh, dass sich das Sozialwesen, also nicht die Regierung, sondern das menschliche Sozialwesen, auch wenn es immer noch schrecklich ist, immer mehr zum Positiven entwickelt. Ja. Das war zum Thema, ja, Rollenzwänge, Frauenrollen.
Frauenrollen, Männerrollen.